Ein Elefant im Raum für jedes neue Siedlerspiel ist die Frage, wie viele und welche Völker wir haben wollen. Siedler hatte bisher nie alle seine Völker unter einem Dach. Manche behandelte es als austauschbare Gegenstücke und natürlich gibt es viel Raum für völlig neue Völker, sowohl historische als auch legendäre. Siedler 5, wie ich es mir vorstelle, und ich betone nochmal, dass es dieses Spiel nie geben wird, hätte den Anspruch, das Infinity War für Siedler zu sein. Das Smash Ultimate. Everyone is here. Zumindest fast. Genauer gesagt, alle Siedler 3 und Siedler 4 Völker. Römer, Ägypter, Chinesen, Amazonen, Wikinger, Mayas, Trojaner und das dunkle Volk. Die Asiaten aus S3 erkläre ich offiziell zu Chinesen. Ihr Pantheon macht schon sehr deutlich, dass das die Idee war. Wir sprechen sonst auch immer von konkreten Völkern, nicht ethnischen Gruppen. Wir spielen in S4 ja auch als Mayas und nicht als Mesoamerikaner. Das heißt natürlich die Frage, was ist mit dem Druidenangriff auf die Nubier? Die Nubier bewohnten vor allem weite Teile des südlichen antiken Ägypten und den Norden des Sudan. Daher sehe ich die Ägypter in S3 schon als direkte Nachfolger. In S2 waren die Nubier aber vor allem das Stand-in für alle möglichen afrikanischen Völker. Und Afrika ist groß. Auf die Geografie kommen wir aber gleich nochmal zurück. Ich habe versucht, diese 8 Völker anhand mehrerer Achsen auszurichten, um eine Orientierung für mich zu bekommen. Die meisten davon sollten recht offensichtlich sein, aber Wald vs. Hoch kommt eher aus Spielen wie Stellaris oder Civilization und beschreibt, ob ein Volk eher ein weitläufiges, aber nicht sehr entwickeltes Gebiet kontrolliert oder eher genügsam expandiert und dieses Gebiet voll ausnutzt. Einige dieser Achsen bedingen sich natürlich, bisher waren die Holzvölker zum Beispiel immer nachhaltiger und so stärker im Late Game. Einige Achsen sind halt auch eher schlecht auf einen Siedler übertragbar. Und gerade S3-Veteranen werden vielleicht meinen Einschätzungen widersprechen, bedenkt aber auch, dass ich zum Teil schon die geplanten Neuerungen mit einbeziehe. Ich designe die Völker auch nicht bewusst um ihre bisherigen Positionen auf Achsen wie Early vs. Late. Eine der möglichen Spezialeinheiten für die Ägypter würde sie zum Beispiel eher in eine defensivere Spur ziehen, als es die Ägypter in S3 gewohnt sind, während die der Chinesen besonders für Angreifer interessant sein könnte. Ich versuche die etablierten Spielstile zu respektieren, aber wir wollen auch nicht, dass Mayas und Ägypter oder Chinesen und Wikinger als austauschbar gesehen werden. Zusätzlich zu den bekannten Völkern würde ein völlig neues hinzukommen, das wir noch nie in Siedler hatten. Ich werde nicht verraten, welches Volk das ist, aber aus der Völkerübersicht könnt ihr schon mindestens einen Hinweis darauf erschließen, was das Ding dieses Volks wäre. Und ich kann euch sagen, dass wir in der Vergangenheit der Siedlerteile bereits auf ihre Spuren gestoßen sind. Ich bin gespannt, was ihr mit diesen Hinweisen machen werdet. Damit hätte man also 9 Völker, um die man planen kann. Mehr wären natürlich möglich, aber dafür habe ich auch einige Grundregeln aufgestellt. Ich möchte zum Beispiel keine stumpfen Völkervarianten. Die Mayas ließen sich mit minimalem Aufwand in Azteken, Inkas und weitere mesoamerikanische Völker auftrennen, das halte ich aber für einen Siedler für keine gute Idee. Die Priorität sollte auf Völkern liegen, für die die vorhandenen nicht gut als Stand-in herhalten können. Ich würde auch Wert auf eine möglichst ausgewogene geografische Auswahl legen. Wir haben bisher noch kein australisches, afrikanisches oder nordamerikanisches Volk. Hier gibt es sicher viele mögliche Kandidaten, aber es sollten möglichst nicht 2 Völker ausgesucht werden, die direkt Nachbarn sind und sich gleichzeitig in vielen anderen Belangen ähnlich sind. Wichtig wäre mir, dass keine Fließbandproduktion von Völkern stattfindet. Und gerade bei 2 Völkern, die sich geografisch sehr nah und architektonisch sehr ähnlich sind, wäre es wichtig, sie voneinander abzuheben. Zauber und Spezialeinheit allein reichen da vielleicht nicht. Da wäre es mir lieber, zusätzliche Völker zu haben, die eher noch als Stand-ins für bisher nicht repräsentierte Gruppen dienen können. Die Mayas halten oft genug als Ersatz für Azteken, Inkas und sogar nordamerikanische Ureinwohner her. Wikinger als Germanen und alles nördlich davon. Römer und Trojaner haben beide schon die Rollen der Griechen übernommen, wobei beide auch architektonisch von ihnen inspiriert sind. Ein Grund, wieso ich die antiken Griechen als eigenes Volk als unnötig betrachte. Die Römer haben so viel von ihnen übernommen, dass selbst ihre Mythologie in weiten Teilen identisch ist. Wir sollten hier auch legendäre Völker nicht aus den Augen verlieren. Hier kann man etwas kreativer und wilder sein als bei den historischen. Völker ohne Ackerbau, Viehzucht und Metallverarbeitung werden eher schwer. Einzelne Aspekte ließen sich vielleicht ausgleichen, aber ich sehe eher schwarz für ein Volk, das nichts davon hatte. Eine Regel halte ich aber für besonders wichtig. Keine Völker, in denen abrahamitische Religionen vorherrschten. Diese Religionen sind mit dem etablierten Pantheon völlig inkompatibel. Ob Hinduismus und Buddhismus in die Welt der Siedler passen, kann ich derzeit nicht wirklich einschätzen. Es ist auch durchaus okay, wenn in einem Volk heute eine Religion wie das Christentum oder der Islam vorherrschen, wenn dies in der Antike noch nicht der Fall war. Das Christentum wurde im Römischen Kaiserreich später sogar zur Staatsreligion, aber wir bewegen uns bei den Römern klar vor dieser Zeit. Ich gehe auch davon aus, dass 9 Völker, so wie Siedler sie handhabt, zu Release selbst für einen Entwickler wie Ubisoft nicht realistisch wären. Völkerdiversität ist ein Spektrum, und während in Age of Empires oder Civ sich im Prinzip nur ein paar passive Boni, einzigartige Einheiten und oder Technologien überlegen muss, muss sich StarCraft für ein weiteres Volk ganz anderen Fragen stellen. Siedler würde ich eher zusammen mit einem Supreme Commander irgendwo dazwischen einordnen, da sich die Völker zwar optisch und auch durchaus in Feinheiten voneinander unterscheiden, aber das Spielprinzip bei allen weitgehend gleich ist. Aber auch optische Unterschiede erfordern viel Aufwand. Ich plane aus diesen Gründen mit 3 Völkern zum fiktiven Release.
Das stellt mich storytechnisch etwas vor Herausforderungen, aber ich glaube, dass ich eine passende Kombo gefunden habe. Die Römer sind traditionsgemäß das erste Volk. Die anderen beiden Slots sind etwas komplizierter. Ich hätte am liebsten ein S3 und ein S4 Volk, die sich aber weder in ihrer Präferenz für Baumaterial noch in ihrer Ausrichtung in Sachen Magie gegen Forschung doppeln sollen. Das war besonders herausfordernd, da sowohl die Ägypter als auch die Mayas durchaus Potenzial in beide Richtungen haben. Beide sahen ihre Herrscher zu irgendeinem Zeitpunkt als Gottheiten an. Beide haben aber auch beeindruckende Leistungen in Gebieten wie Architektur, Medizin und Astronomie vollbracht. Daher sah ich sie in der Hinsicht lange Zeit als ausgeglichen. Nach aktuellem Stand hätten die Mayas aber einen leichten Hang zur Magie, während die Ägypter leicht in Richtung Forschung gehen. Aber diese Skala ist ein Spektrum und die Wikinger werden der Magie zum Beispiel deutlich näher sein. Aus Storygründen wären die Völker zum Release Römer, Mayas und Chinesen. Die Wikinger und Ägypter kämen dann mit der ersten Erweiterung, wobei ich hier großzügigerweise davon ausgehe, dass zwei Völker pro Add-on realistisch sind. Falls es storytechnisch mehr Sinn macht, würde ich auch mit Römern, Wikingern und Ägyptern starten, aber es müssten schon beide Völker getauscht werden. Das dunkle Volk zähle ich nicht als komplettes Volk, vom Timing her müsste es aber entweder mit dem ersten oder zweiten Add-on kommen. Ersteres würde einen Story-Cliffhanger ermöglichen. Die beiden legendären Völker, Trojaner und Amazonen, kämen mit der zweiten Erweiterung zurück. Das neue Volk wäre der Fokus des dritten Add-ons. Selbst wenn wir von einer kurzen Entwicklungszeit von 6 Monaten pro Erweiterung ausgehen, wären wir also bei Content für mindestens 1,5 Jahre nach Release. Eigentlich müsste das ja genau Ubisofts Ding sein, da sie ja doch so gerne Live-Services statt Spiele machen. Storytechnisch braut sich bei mir schon einiges zusammen. Ich kann schon mal verraten, dass alle Völker eine Rolle spielen werden. Für die Ägypter und Chinesen will ich auch halbwegs erklären, wo sie in S4 waren. Ansonsten nehmen wir die Welt von S4 nach dem Neue Welt Add-on als Grundlage. Siedler ist jetzt nicht für seine Lore bekannt, aber ich glaube, aus den Fetzen, die da sind, ein bisschen was stricken zu können. Braucht ein Strategiespiel das? Vielleicht nicht, aber ich glaube, wer sagt, dass sie nicht davon profitieren können, ist zu faul, sich was zu überlegen. Und nach diesen drei hypothetischen Erweiterungen? Danach ist der Himmel die Grenze. Ich persönlich hätte gerne ein nordamerikanisches Volk, ein australisches Volk und mindestens ein afrikanisches Volk. Inder wären auch ein offensichtlicher Kandidat. Japaner wären zwar relativ nah an den Chinesen, aber schon mit ein paar spürbaren Unterschieden. Azteken oder Inkas wären vielleicht auch machbar. Fraglich ist nur, ob eine Spezialeinheit und ein paar neue Zauber als Unterschiede zwischen Völkern genügen können, die sich architektonisch bereits viel teilen. Für die fest geplanten Völker habe ich mir auch auferlegt, keine Zauber außer den bereits von allen geteilten zu doppeln. Ähnliche Zauber sind okay, aber sie sollten dann ihren Zweck auf unterschiedliche Weisen erfüllen. Eine interessante Herausforderung für mich, aber ab einer bestimmten Völkerzahl wird es natürlich schwer und dann käme man vielleicht nicht mehr drum herum. Das hier ist auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess, an dem ihr euch auch auf meinem Discord-Server beteiligen könnt. Da sind schon ein paar sehr schöne Ideen bei rumgekommen. Im nächsten Video wird es wahrscheinlich um die Gameplay-Konflikte zwischen S3 und S4 gehen. Vielleicht verliere ich aber vorher auch schon ein paar Worte zur Story. Kommt drauf an, was ich zuerst fertig kriege. Bis dahin könnt ihr ja schon mal überlegen, wer das neue Volk sein könnte.